Wattenscheid. Gerd Roggensack zurück an alter Wirkungsstätte, allerdings kein leichter Gang. Auf der Bank heute zwei Trainer mit insgesamt einem Punkt auf dem Konto. Nicht gerade ein Erfolgsduo. Franz-Josef Kneupers Mimik sagt alles und sie spiegelt auch das Niveau der ersten 20 Minuten wieder. Es war halt ein Kellerduell. Die erste erwähnenswerte Aktion gelang dann den Wattenscheidern. Hans-Jürgen Brunner, der ehemalige Wolfsburger. Der VfL in der Anfangsphase äußerst zurückhaltend. Die Ordnung in der Abwehr hatte erst einmal Priorität. Und weil die Gastgeber die VfL-Hintermannschaft nicht gerade unter Druck setzten, nahm sich Libero Frank Liberam sogar diese Freiheit. Der Schuss gefährlicher, als der Wattenscheider Torhüter Peter Martin ihn einschätzte. Traurig nur, dass zu diesem Zeitpunkt schon über eine halbe Stunde gespielt war. Das Niveau der Begegnung den Tabellenplätzen entsprechend trostlos. Gerd Roggensack sah trotz der schwachen Leistung keinen Grund, seine Mannschaft großartig umzukrempeln. Lediglich Meißner spielte für den rot gesperrten Reich. Und die Gäste hatten die nächste Möglichkeit, Matthias Stammann war es. Doch Peter Martin, der 21-Jährige, heute wie auch in den letzten Spielen, der einzige Wattenscheider mit einer tadellosen Leistung. Gegen Ende der ersten 45 Minuten das Spiel dann etwas besser. Die SG 09 zumindest bemüht, kämpferisch alles zu geben. Freistoß, Jörg Sobisch, aber wie auch Giuseppe Reiners Nachschuss zu harmlos. Das reichte nicht, um Uwe Zimmermann im Wolfsburger Tor zu überwinden. Halbzeitstand also vor gerade mal 1500 restlos enttäuschten Zuschauern 0:0. Und Wattenscheids Präsident Klaus Steilmann machte nicht gerade den Eindruck, dass er sich auf die zweite Hälfte freut. Nach dem Wechsel dann die Wolfsburger zunehmend stärker. Die Wattenscheider kamen allerdings auch ohne neuen Elan aus den Kabinen. So kam es zwangsweise zu gefährlichen Szenen vor dem Tor der Gastgeber. Matthias Stammann schön angenommen und perfekt geschossen, doch es nutzte nichts, denn der mit Abstand beste Wattenscheider stand im Tor. Peter Martin verhinderte den Rückstand. Franz-Josef Kneuper brachte dann noch Aljewi, der zunächst auf der Bank saß, doch die Fehler blieben dieselben. Matthias Mauch nutzt hier dieses Missverständnis und diesmal ist Peter Martin chancenlos, dass 0:1 gespielt waren 76 Minuten. Diese Führung für den VfL, sie gingen jetzt auch voll in Ordnung. Und dann starteten sie doch noch einen Angriff, die Wattenscheider, und was für einen. Sergio Aljewi und Olaf Skok macht, was wohl keiner mehr erwartet hatte, 3 Minuten nach seiner Einwechslung, das 1:1, mehr als schmeichelhaft für die Gastgeber. Die Wolfsburger durch eine dumme Unachtsamkeit scheinbar um den verdienten Lohn gebracht. Doch die wütende Schlussoffensive war die Antwort. Mit der Brechstange wollten sie es wissen. Die Wattenscheider hatten nur noch Kampf pur dagegen zu setzen. Und dieser Kampf war dann auch noch vergeblich. Piotr Tiszkiewicz mit dem Siegtreffer in der 82. Minute. Ein am Ende glücklicher, aber verdienter Erfolg stoppt die Talfahrt der Wolfsburger. Und in Wattenscheid kommen nach 4 Niederlagen natürlich die üblichen Spekulationen auf. Ich bin gegen diese Trainerdiskussionen. Wissen Sie, das ist eine ganze Mannschaft, die hier spielt und nicht nur immer der Trainer. Also ich meine, wir haben das Spiel heute gesehen und ich bin sehr unzufrieden mit der Entwicklung, aber ich kann das jetzt nicht an einer einzelnen Person festmachen. Hier die weiteren Ergebnisse.